Hallo zusammen zu einem Tutorial-Video. Heute, das Video ist jetzt nicht für den PC-Blog, obwohl es in dem YouTube-Channel von dem PC-Blog ist, das ist für den Webcode-Blog. Und deswegen ist jetzt auch Adrian über Voice-over-IP zugeschaltet. Hallo. Genau, und zwar, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute zwei Flächen haben, die übereinander liegen und die möglichst weich überblenden. Also man klickt auf einen Link und dann wird meinetwegen die grüne Fläche in die meinetwegen rote übergeblendet oder schwarz oder was weiß ich. Genau, um das zu machen, benötigen wir erstmal ein paar Flächen. Dann nehmen wir ganz einfach stinknormale Diffs. Die bekommen auch eine ID, damit wir sie ansprechen können. Und wir brauchen zwei Stück, die wir überblenden wollen. Dann benötigen wir als nächstes noch den Link, wenn man da draufklickt, wo dann überblendet werden soll. Den HGraph lasse ich jetzt erstmal leer, das machen wir später. Genau. Und dann müssen wir die jetzt natürlich noch ein bisschen formatieren. Das machen wir jetzt ganz einfach im Header. Und zwar das Element 1. Das ist ja, das wollen wir erstmal positionieren. Also sagen wir erstmal Position absolut, damit wir die Kontrolle haben. Und dann sagen wir, geben wir dem 10 Pixel Abstand von links und von oben. Und dann benötigen wir noch eine Breite von 200 Pixeln und eine Höhe von 200 Pixeln. Als nächstes machen wir noch eine Background Color. Das erste Element wird schwarz. Dann brauchen wir einen Z-Index, das ist die Ebene, also welches Element vorne ist und welches hinten. Das Element mit dem Z-Index 1 ist vor dem Element mit dem Z-Index 0. Und dann benötigen wir noch die Opacity, das ist die Transparenz. Da sagen wir 1,0, das ist vollkommen sichtbar. Das Ganze machen wir jetzt auch mit dem Element 2. Dann müssen wir ein wenig modifizieren. Und zwar das Element 2 soll am Anfang im Hintergrund sein. Und bekommt deswegen den Z-Index 0 und die Opacity 0. Als letztes müssen wir noch den Link formatieren. Und zwar, der würde jetzt über den Elementen liegen. Das ist nicht schön. Deswegen machen wir eben noch schnell. Müssen wir dem erstmal noch eine ID geben.
Und den nennen wir einfach unten. Und das bekommt auch Position absolut, damit wir es gut positionieren können und einfach nach oben einen Abstand von 220 Pixeln. Gut, das wäre der HTML-Code. Das können wir uns ja auch mal direkt mal anschauen. Wir haben hier einen schwarzen Kasten, das ist das schwarze Div. Das farbige Div ist da drunter, weil es den Z-Index 0 hat und eine Opacity von 0. Und genau, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das übergeblendet wird, wenn man auf den Link klickt. Und das machen wir halt in einem JavaScript. Das kommt auch hier in den Header. Also Script-Type. Text JavaScript. So, und jetzt fangen wir mit der einfachsten Übung an, und zwar erstmal ohne Überblendungseffekt, also die beiden Elemente abwechselnd nach oben und unten zu schieben. Und zwar, wir haben hier nur einen Link, und wenn man auf den drückt, dann soll das Element erst nach oben, also das Element, was unten ist, nach oben und das Element, was oben ist, nach unten. Egal, welches Element im Moment gerade oben ist oder nicht. So. Und dafür definieren wir eine Funktion. Die nennen wir Blenden. Oh, da habe ich Blanden geschrieben. So. Und dann machen wir jetzt eine If-Schleife. Wir führen uns eine Variable ein. Und zwar, wir wissen ja, also im Moment ist ja das Element 1, also beziehungsweise, genau, hier, die sind im Moment gerade noch beide schwarz. Ich mache mal das Element 1 grün. Oh, habe ich vergessen. So, wenn man das jetzt speichert und danach hier aufruft, dann sehen wir das grüne Element, also das Element 1 ist im Moment oben. Folglich können wir unsere Variable, also die nennen wir mal Element 1 oben, auf True setzen. So, und jetzt weiß nämlich hier der Funktion Blenden halt, also kann wissen, welches Element oben ist. Und er testet das mit einer If-Schleife. Also if Element 1 oben doppelgleich true
Dann. Oh, hoppla. Das war nicht beabsichtigt. Dann. Also wenn das Element 1 oben ist, dann soll er jetzt, weil wir wollen die ja überblenden, soll er das Element 2 nach oben verschieben und das Element 1 nach unten. Also wenn Element 1 oben ist, dann das Element 2 nach oben und das Element 1 dann wieder nach unten. So. Und du hast ein var vergessen bei Element als oben. Oh ja. Genau, hier vor muss natürlich noch das war. Genau, um das halt als Variable zu deklarieren. Nicht wahr? So. Okay. So, dann müssen wir halt jetzt also den Z-Index so verändern, dass das Element 1 nach unten wandert und das Element 2 nach oben. Also sagen wir, das kann man machen mit Document.getElement. Bei ID und da holen wir uns das Element 1. Oh. Element geschrieben. Da holen wir uns das Element 1. Und setzen dessen Z-Index eben auf 0. Das bedeutet, Element 1 ist es jetzt auf der unteren Ebene und damit die sich nicht überschneiden, geben wir jetzt dem Element 2 eben den Z-Index 1, also dass das Element 2 jetzt oben ist. So. Und die andere Möglichkeit für diese Funktion ist halt, dass das Element 1 oben false ist, also dass das Element 2 sozusagen oben ist. Und dann müssen wir halt das, also die umgekehrt, also dass genau das, wenn das Element 2 oben ist, dann müssen wir das Element 1 nach oben tun und das Element 2 eben nach unten. Ne? Ja. Und wenn dieser Vorgang dann zu Ende ist, also wenn die Elemente vertauscht wurden, dann müssen wir natürlich auch noch unsere Variable hier, die Element 1 oben Variable, ändern, weil das ist ja die Variable, mit der die If-Schleife erkennt, ob das Element 1 oben ist oder nicht. Und wir haben das hier ja
verändert, also die Reihenfolge haben wir verändert. Deswegen müssen wir auch die Variable dafür dann verändern. Also hier ist jetzt das Element 2 oben, also ist das Element 1 nicht mehr oben. Also setzen wir das auf Falsche. Und hier ist das Element 1 wieder nach oben gekommen, nachdem es vorher nicht mehr oben war. Und deswegen ist das hier true. So. So, zu Demonstrationszwecken mache ich hier jetzt schon mal die Opacity 1.0. Wir wollen das später faden. Aber wenn wir das jetzt speichern und dann in Chrome laden, können wir schon mal sehen, wie das ohne Überblendungseffekt funktioniert. Wir haben jetzt einfach nur den Z-Index. Also wenn wir jetzt an dem Moment, ich muss das noch verlinken. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Genau, also wenn man den Link überblenden klickt, dann ruft er auf die JavaScript-Funktion blenden. Das ist die Funktion, die wir also gerade definiert haben. So, dann speichere ich das nochmal. So, und wenn wir jetzt hier in Google Chrome das neu laden und dann auf Überblenden klicken, dann ändert sich immer das obere Dings. Oh, jetzt hat das aufgehört zu funktionieren. Aha, genau. Hier haben wir die Variable falsch benannt. So. Und wenn wir jetzt da drauf klicken, dann und neu laden, dann, genau, dann funktioniert das jetzt schön in Endlosschleife, dass wir immer abwechselnd das eine Element und das andere Element oben haben. So, als nächstes wollen wir dann den tatsächlichen Fade-Code in Angriff nehmen und da machen wir uns eine Funktion, die nennen wir Fade. Und zwar, also nachdem die Elemente, oder nein, falsch, schon bevor die Elemente getauscht wurden, also zum Beispiel hier bei, wenn wir das Element 2 nach vorne heben wollen, am Anfang muss das Element 2 dabei noch die Opacity 0 haben. Damit wir das dann später, also es verändert zuerst seine Ebene und dann kann es sich langsam überblenden. Also nachdem es seine Ebene gewechselt hat, wird dann der Blendeffekt auch angezeigt. Und also das bedeutet, bevor das Element 2 nach oben switcht, muss es eine Opacity von 0 erstmal haben, damit es dann später noch langsam einblenden kann. Das bedeutet, wir machen, also wir holen uns wieder mit document.getElement bei ID das Element 2. Und verändern hier die Opacity zu 0.
oder besser gesagt zu 0.0. Es muss ja auch der richtige Datentyp sein. Also mit Punkt wird das ja irgendwie immer zu Double oder irgendwie sowas. Float. Also eine nicht ganze Zahl. Genau, also so wenn das Element 1 jetzt, also wir können das mal testen. Wenn jetzt das erste Mal auf den Link klickt und das Element 2 nach vorne geholt wird, hat es erstmal die Opacity 0. Das bedeutet, wenn wir jetzt aktualisieren und auf Überblenden klicken, dann passiert das erste Mal gar nichts. So, und jetzt wollen wir das Element so langsam Stück für Stück faden, also überblenden, also einblenden sozusagen langsam. Und dazu müssen wir jetzt natürlich Schritt für Schritt den Opacity-Wert erhöhen. Und dazu machen wir uns eine extra Funktion. Fade heißt die, natürlich mit Function, also als Funktion deklariert quasi. So, die heißt so. Und also man könnte sich jetzt überlegen, natürlich das in einer Vorschleife zu machen, aber da haben wir das Problem, die Vorschleife wird so schnell verarbeitet, dass man das dann mit bloßem Auge, diesen Überblendungseffekt, gar nicht sehen kann, sondern nur bei so besonders guten Bildschirmen irgendwie in Zeitlupe oder so. Und deswegen machen wir das mit window.setTimeout. Also, und zwar, wir fügen eine Variable ein, var opaque. Okay, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber das Chaos wird sich gleich lichten. So, das ist unsere Anfangs Opacity, also unser Anfangs-Alpha-Wert oder unsere Anfangsdurchlässigkeit. Und jetzt sagen wir, wenn die Opacity kleiner ist als 1.0, dann, so, und jetzt kommt nämlich der Clou. Dann soll er die Opacity um 0.2 erhöhen. Das bedeutet, wir kriegen nachher insgesamt eine Einblendung in 5 Schritten, weil also 0,2 mal 5 macht 1. So. Und dann fügen wir nämlich Folgendes an: window.setTimeout
Punkt set timeout. Und mit dieser Funktion können wir jetzt nochmal die Funktion fade aufrufen. Und also dahinter geben wir den Intervall in Millisekunden an. Das bedeutet, im Prinzip steht hier, nach 40 Millisekunden wird die Funktion fade nochmal aufgerufen. Das bedeutet, jetzt erhöht sich der OPEC-Wert sozusagen auf, also bis er bei 1,0 ist. Und wenn er dann, ja, also jetzt definieren wir mit else, was passiert, wenn er nicht mehr 1,0 ist oder wenn das vorbei ist, da schreiben wir jetzt erstmal nichts hin. Das bedeutet, dann wird diese Schleife sozusagen abgebrochen. Das ist im Prinzip vom Prinzip her so ähnlich wie eine Vorschleife, oder nee, eigentlich eher wie eine Weilschleife. Aber wie gesagt, das geht nicht, weil das wäre einfach viel zu langsam, viel zu schnell für das menschliche Auge. So, als nächstes müssen wir natürlich die Änderungen, also wir haben ja bis jetzt hier nur die Variable verändert, OPEC, und das müssen wir jetzt noch anwenden auf den tatsächlichen Wert im Style Sheet, also im CSS. Und dazu müssen wir erstmal an die Funktion fade übergeben, welches der beiden Elemente jetzt überhaupt gefadet werden soll. Aber bei der Sache gibt es ein Problem, und zwar, man könnte jetzt natürlich einfach hier einen Parameter eintragen. Aber das geht leider nicht, weil hier das window.setTimeout, wenn man hier Klammern und dann irgendwie einen Parameter reinmachen würde, dann würde die Funktion window.setTimeout nicht mehr funktionieren. Auch wenn man hier Klammern macht, funktioniert die schon nicht mehr. Und deswegen müssen wir das einfach mit einer globalen Variable übergeben. Also welches Element, ne, für die Funktion fade jetzt, also welches Element jetzt eigentlich fadet werden soll von der Funktion. Und da machen wir uns eine Variable, die nennen wir aktuell. Die ist zunächst mal noch leer. Hoppala, jetzt habe ich zu viele Dingens, Anführungszeichen. So. Und dann sagen wir hier, also hier sind wir jetzt ja so weit, dass das Element sozusagen bereit ist zum Faden. Plakativ gesprochen. Und jetzt wollen wir, also jetzt ist nämlich das Element 2, genau, das Element 2 ist bereit zum Faden. Also deswegen sagen wir jetzt aktuell. Ist, also soll Element 2 gefailt werden. Und danach, nachdem das definiert worden ist, soll er die Funktion fade aufrufen.
So. Jetzt wird natürlich hier in der Funktion, wie gesagt, immer nur noch der Opacity-Wert verändert. Das wollen wir jetzt ändern. Und zwar der Opacity-Wert wird jetzt auf das aktuelle Element übertragen. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Jetzt sagen wir, Document Punkt get Element, oh, jetzt habe ich Lement geschrieben. Also Element by ID. Und jetzt welches Element nehmen wir? Natürlich das, was wir vorher als aktuell, also in die Variable aktuell reingeschrieben haben. So, und von diesem, also in diesem Fall ist das hier Element 2. So, von diesem Element verändern wir jetzt den Opacity-Wert. Und zwar der wird zu unserer Variable, die da die ganze Zeit durchläuft. So. Genau. Jetzt müssen wir dasselbe nur noch, also jetzt müssen wir das hier copy und pasten, weil hier ist natürlich, muss dasselbe ausgeführt werden. Nur mit dem Unterschied ist das Element 1 gerade bereit sozusagen zum Faden, also gerade oben und muss eingefadet werden. Und die Variable Element 1 oben muss auf True gesetzt werden. So. Das Fade mache ich hier immer am Ende, damit sich das mit dem window.setTimeout nicht in die Quere kommt. So. Also würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man es nicht ans Ende machen würde, aber ich will es jetzt nicht drauf ankommen lassen. So, jetzt haben wir ein Problem, und zwar, wenn diese Funktion, also wenn man den Link einmal geklickt hat und diese Funktion ist hier einmal durchgelaufen, dann ist die Opacity auf 1.0 angelangt. Weil wir haben ja für beide Elemente nur eine Variable sozusagen. Deswegen, wenn man jetzt theoretisch ein zweites Mal auf den Knopf klicken würde, dann wäre die Opacity immer noch, also direkt schon 1.0, also 1. Und es würde sich nichts mehr verändern. Daher müssen wir sagen, hier, wenn, also wenn die Opacity gleich 1.0 ist, dann soll sie zu 0.0 werden, damit die Variable danach für den nächsten Vorgang wieder benutzbar ist. Und damit sind wir auch fertig. Und wenn man das jetzt speichert, und neu lädt, so wenn wir jetzt keine Fehler gemacht haben, beziehungsweise wenn ich jetzt keine Fehler gemacht habe, Herrgott, dann müsste das jetzt funktionieren. So, ich frage mal meinen Kollegen, der das etwas flüssiger sieht, das funktioniert, ne? Sieht nicht wirklich so aus. Ist noch schlagartig. Oh.
Okay, dann haben wir da möglicherweise einen Fehler drin. Ich glaube, ich habe die Seite nicht neu geladen. Also, so, jetzt ist sie neu geladen. Ah ja, jetzt klappt's. Cool. Tja, das war's dann von uns und ihr könnt uns natürlich finden auf www.webcode-blog.org und da sind halt ganz viele nützliche Artikel zum Thema Webdesign. Okay, tschüss. Tschüss.